herzlichen Glückwunsch, du bist Ulm geworden. Ja, danke schön, danke. Wie war es denn für dich? Warst du aufgeregt? Ja, total, natürlich, selbstverständlich. Ja, ich war sehr aufgeregt, es waren sehr, sehr schöne Kandidaten dabei und ja, ich bin immer noch nervös. Und was viele vielleicht gar nicht wissen, du bist ja 2016 schon Weinfestkönigin geworden, jetzt direkt die nächste Stufe. Willst du Miss World werden irgendwann? Wäre aber ein interessanter Titel, oder? Aber ja, ich habe das damals auf dem Weinfest ganz spontan mitgemacht und es hat mir irgendwie so gefallen, dass ich gesagt habe, ich würde das gerne auch noch mal öfters machen, ja. Und jetzt die Miss Ulm-Wahl, wie war es denn für dich? Es war sehr toll, ich habe ganz, ganz liebe Mädels kennengelernt, die waren alle ganz süß und ja, ich habe mich sehr gefreut, ich habe viel Erfahrung mitgenommen und ja. Wem bist du am meisten dankbar? Oh, wen ich am meisten dankbar bin? Meinen Eltern, weil die pushen mich immer, dass ich nicht zu schüchtern bin, sondern ich sage, komm, mach. Und wenn es nichts wird, dann hast du wenigstens mitgemacht. Dabei sein ist alles. Du drehst jetzt die Schärpe und hast das schöne Krönchen auf. Wirst du den ganzen Tag wahrscheinlich heute noch so rumlaufen, oder? Ich muss wahrscheinlich. Meine Eltern wollen wahrscheinlich mit mir jetzt überall hin. Aber ja, ich trage das natürlich mit Stolz und Ehre. Ich freue mich riesig. Ich liebe Ulm und ja. Und Weltfrieden. Ja, genau. Weltfrieden. Haben alle mich gefragt, ob das bei mir als Hobby kommt. Aber der typische Spruch. Herzlichen Glückwunsch von Donau 3 FM. Dankeschön.